Im Skicross ist es viel so, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Ganz speziell im ersten Training, wenn man besichtigt hat, macht man sich einen Plan, welches Element man wie fährt. Dann kommt man zu fahren und muss selber einschätzen können, wie schnell bin ich, was mache ich. Wir als Trainer können einen kleinen Tipp geben, wie schnell das er kommt. Aber schlussendlich sind sie die, die auf das Element herkommen, die müssen entscheiden, mache ich einen Doppel, drücke ich die Welle. Der Sprung, wie wir eben besprochen haben, aber sie müssen sich immer wieder überwinden. Gerade speziell auch die Frauen, die genau gleich Kurs fahren wie die Herren. Also ist es immer wieder wirklich ein Kampf an dieser Grenze, um sich zu überwinden.